Guten Abend. Im Bio zu sehen. Guten Abend. Jo, weiter geht's mit Miss Survival. Robert für YouTube, wa? Und dann legen wir mal los. Der wunderschöne Ladebalken. Der ist so wunderschön, dieser Ladebalken hier. Na komm. Heute noch. Irgendwie ist er heute ein bisschen zickig. Aber auch mein Rechner darf mal rumzicken, wa? Ladebalken, Ladeschnecke. Hauptsache das Ding tut überhaupt was. So. Da bin ich auch schon wieder in-game. Was sagt denn das Inventar? Birke, Blätter, ein Seil, Zweig und 1 Liter Bin. Du hast mein Liter Sprit. Da ist Zucker drin. Oh, ein bisschen, wenn die Nase ist immer noch dicht, ey. Gar nichts drin. Gar nichts drin. Dinger drin. Bisschen was zu essen drin. Und Tabletten. Ganz wichtig. Dinge. Getränke. Salz. Dinge. Viele Dinge. Eieiei. Umsortieren hier ein bisschen. Oh Gott. Habe ich das wirklich so chaosmäßig hinterlassen? Ich sollte mich was schämen. Was sagt die Gesundheit und so? Oh, ich habe Hunger. Hör mal. Da gibt es erstmal lecker Tomatensoße. Wow. Bringt das viel. Ey, ich bin begeistert. Und als Nachtisch ein Schokoriegel. Geil. Wir müssen echt mal ein bisschen rumgucken. Ob wir irgendwo was zu spachteln finden. Und ich brauche noch 3 Reifen. Wie das ausschaut. Es kamen jetzt einige Updates von dem Spiel. Es soll auch neue Monster geben. Ich hoffe, ich sehe so schnell keine. Hier nochmal Äste. Wer weiß, kann man ja brauchen, ne? Hier ist noch ein Schokoriegel. Und noch ein Messer. Das sieht von der Stabilität hier ein bisschen besser aus. Respawn, der ganze Scheiß. Ich könnte schwören, ich hatte das schon aufgesammelt. Ja, das respawnt. Was soll ich jetzt dazu sagen? Oh, hier sind doch 2 Liter Sprit drin. Alter. Gib her. Sprit. Boah, Sprit. An der anderen Kiste noch Sprit. Komm, ihr keine Reifen mehr, du. Also keinen mehr. Jetzt sollen ja hier auch noch Banditen und sowas rumlaufen, worauf ich mal überhaupt keine Lust habe. Steinchen. 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 Er hat keinen Sprit. Boah, ihr Fett-Cola, Alter. Und noch eine Tomatensoße.
Da freue ich mich. Oh, hier sind noch 5 Liter. Nur Mode. Brauchst du eh nicht mehr, oder? Hoffe ich mal. Ich zusehen, dass ich das irgendwie ein Auto noch zusammengebaut kriege, dass ich hier mit dem Auto fahren kann. Boah. Boah. Pfirsiche. Boah. Ich kaputte die. Gut. Gönne ich mir jetzt. Boah, die Nase. Und hier die Pfirsiche. Ab in den Hals. So. Ui, da hat er gut geprägt, du. Oh, ein Reifen. Was bist du? Duct Tape. Oh, hier noch Zündkerzen. Was lassen wir? Eigentlich will ich Essen suchen und nicht gleich alles auffressen. Gottheit! Hallo! Es wird wieder rumsurvivalt. Man nenne mich jetzt auch Survival. Hältst davon? Nicht viel, wa? Abstand. So, dann müssen wir den Schrott schon wieder nach Hause bringen, wa? Inventar ist ja schon wieder voll. In dem Spiel geht's nur hin und her. So. Oh, die Zündkerze hier sieht nicht mehr gut aus. Und solange wie sie noch funktioniert, lasse ich sie noch drin. Und zusätzliche Reifen. Ah, oh, so 10 Grad, das ist nicht gerade das Wärmste. Und die Nase kotzt mich an. Survival, ja klar. Survival. Immer. Boah, ich muss hier echt umsortieren. Das geht doch nicht. Ich glaub, das Holz, die Holzstämme hau ich mal hinter das Haus, ey. Das geht so nicht. Diese Unordnung. Diese Unordnung hier. Wieso räumt hier keiner auf? Hier, da kann man die Holzstämme hinhämmern. Stören soll doch kämen. Das Auto hat immer schon 2 Reifen, fehlt noch 2. Immerhin etwas. Boah, hier noch mehr. Was ist denn hier los? Total unordentlich hier. Oh mein Gott, was ist das? Ein Stick. Wieso ist das hier so unaufgeräumt? Das geht doch nicht. Ich muss mal ein paar Schränke mehr, weil was? Was? Food Poisoning? Habe ich mich mit irgendwas vergiftet? Es ist Lebensmittelvergiftung? Was? Wovon? Ich habe die... Meine Schuld ist... ist das dieses Mal nicht. Hört halt. Was hast du mit mir gemacht? Lebensmittelvergiftung, na. Super.
brauche mal ein paar Schränke, Hämmer. Die Paare, die ich da habe, reichen nicht. Ich mach mal Baumaterial hier mit zur Werkbank, wa? Das würde Sinn ergeben, glaube ich. Wow. Zwei Bretter baue ich noch. Lebensmittelvergiftung. Ja, super. Habe ich was Gammiges gegessen vorhin, oder was? Ich habe einfach noch Abrinnen im Hals. Wie ich es im Real Life auch tue. War doch noch alles gut. Painkiller use for pain and fever. Kann mir das da mal jemand übersetzen? Used for irgendwelche Schmerzen, aber ich kann nicht genau sehen welche. Aber die helfen bestimmt nicht gegen eine Lebensmittelvergiftung, oder? Ja, alles was erstmal. Ich brauche noch zwei Holzbretter, warte ich denn hier? Ich habe nur Keks gebacken und die sind nicht vergiftet. Das weiß ich. Gift war leer. Also merkt euch, niemals von Hörtheit Kekse essen. Da kriegt ihr eine Lebensmittelvergiftung. Nein. Oh, jetzt kriege ich bestimmt Schläge. Yay, erster Schrank gebaut. Hier kommt Crafting-Material rein. Das Seil zum Beispiel. Das sind Autozeugs. Mach mal in der Garage auch einen Schrank. Für Autokrams. Aber erstmal fett eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Ja, toll. Gift war leer, Hörtheit. Bist du dir sicher? Du weißt. Oha. Dank dir, Will. Was? Dank dir will auf Con bestimmt keiner mehr meine Kekse haben. Als ob jemand von deinen Con-Mitglieder. Nur weil du beim deinen Fans sagst, dass ich alle vergifte. Fans schon mal gar nicht. Und ich glaube nicht, dass einer von deinen Con-Freunden da bei mir hier zuschaut. Das glaube ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie man sowas ausdrückt. Entschuldigung. Ich bin doof. Ich bin alt und doof. So, Autozeugs kommt mal da rein. Sicher? Nein, ich bin Master auf Werbung machen. Ja, das stimmt. Also, ich bedenke mal, dass du mal für meinen Channel Werbung gemacht hast, Hörtheit. Also, jedenfalls ist das jetzt von jetzt auf gleich erstmal undenkbar. Weil ich wüsste nicht, warum du das tun sollst. Hä? Ist hier jemand? Hättest was gesagt, hätte ich Werbung auf der FBM gemacht. Selbst schuld. Ich sag ja nicht, dass du Werbung für mich machen sollst. Hab ich nie behauptet. Das würde ich doch gar nicht verlangen. Wieso sollte ich das verlangen? Trotz Lebensmittelvergiftung. Rinder. Erstmal lecker Tomatensauce und eine Cola obendrauf. Das tut richtig gut.
Ich wurde niemals verlangt, dass jemand für mich Werbung machen soll. Nee. Boah, ey, das sieht ja nie. Cola hilft immer gegen alles. Ja, wenn du das sagst. So. Mal gucken, ob es mir jetzt besser geht. Schwupp. Schwupp. Bin da. Gut, das Messer ist verschrott. Das hier. Die Axt ist so fast hinüber. Holzbretter. Brauche ich nochmal einen Schrank. Da brauche ich noch einen Schrank, bräuchte. Da muss ich schon wieder so Zeug suchen gehen. Für Holzgeschichten. Stelle ich den hin? Apropos Cola, ich will jetzt Cola. Ich hab hier. Wie du vielleicht gesehen hast. Die Holzgeschichten, wo stellt man die hin? Hier ist ja noch ein riesiger Raum. Da könnte man hier so ins Eck eigentlich nochmal ein Schränkchen bauen für Holz. Dass man hier, dass hier mal ein bisschen Ordnung hinkommt. Schön drauf. Immer drauf. Aber komm, hier nehme ich die Holzgeschichten rein. Kommt mal ein bisschen Ordnung hier in die Buchte. Das gehört eh zur Küche. Nein, guckt euch das mal an hier. Das geht so nicht. Es ist erstmal Ordnung angesagt. Ich habe nur gesundes Wasser. Dafür habe ich auch ganz viel in der Wasserleitung. Aber ob das aus der Leitung gesund ist, weiß man heutzutage eh nicht mehr. Technikkram. Essen. Tabletten. Döler. Sind noch Nägel und Pfandflaschen. Nur zwei Reifen. Ach, die will ich doch nicht mehr mitnehmen. Hallo? Ein bisschen Ordnung in die Drecksbude. Hör mal. Und da kommen. Ach, hier ist ja immer noch Holz, Mann. Kommen hier noch Borkestöcke und zwar rein. Oder Rinde, besser gesagt. Quietsch. So, kommt hier noch Nägel rein. Da ist ja immer noch Holz. Boah. So. Gehen wir nochmal hinter der Hütte. Auch nochmal den Baumstamm hier hin. Kann man später Feuerholz machen, ne? Davon habe ich erstmal. So. Mir fehlen noch zwei Reifen zum Autofahren. Ist in der Kiste jetzt überhaupt noch was? Nö. Weiter. So ein bisschen rumsortiert habe ich. Zeit, um neues Zeug suchen zu gehen. Denke ich mal.
Dennoch sollen ja jetzt hier Banditen uns schon rumlaufen. Was willst du mit dem ganzen Holz? Hast du den Dschungel abgeholzt? Nee. Das kam aus einem Baum. Ungelogen. Das war ein Baum. Hat kein Sprit. Ist drin. 4 Liter. Wie viel passt eigentlich in so einen Kanister rein? Noch Components und 15 Nägel. Ein Hammerli. Und 2 Seile. Cool. Nehme ich doch gerne mit. Noch ein bisschen mit Metall. Warum auch immer das da drin ist. Und ich und meine Lügen. Fräuleinchen. Jetzt ist aber mal gut, ne? Das sagt mir, behauptet die, ich lüge. Was sind da hier so eine... Ey, die... Kann man kaputt machen. Rausbashen. Gleich ist es Schrott. Hui. Hier los. Oh, geil. Warum auch immer aus dem Auto Holzbretter rauskommen. Cool. Nochmal so eine Diskette hier. Noch eine Autobatterie. Noch ein Motor und 3 Liter Sprit. Der Motor muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Und nochmal 1 Liter drin. Ach, mehr als 20 Liter geht nicht. Reicht doch erstmal. Otto ist ja eh noch nicht fahrbereit. Und jetzt macht er wegen seiner Aggression alles kaputt. Natürlich. Denkst du denn? Pfeile. Wasserbuddel brauche ich jetzt nicht. Auch noch ein Schluck Sprit, aber. Der Kanister ist ja voll. Ja. Und mal ein paar Nägel und ein Eimer. Alle dem Eimer. Noch so eine Diskette. Schnaps. Oh, ein Reifen. Oh, komm, ein Reifen noch. Dann kann ich Auto fahren. Gib mich ja Reifen. Komm. Ein Reifen wirfst du rum. Hat nur noch Zündkerzen. Das sind aber auch schon halb Schrott. Gut. Passt ohne mehr rein. Nähzeug ist da noch drin. Merken wir uns mal. Aber ich will noch einen Reifen haben. Gib mir noch einen Reifen. Tür geht nicht auf. Aber kann das wirklich sein, dass alles gespawnt ist, seit ich das letzte Mal gespielt habe? Oh, hier wird es doch irgendwo noch ein Reifen geben. Und mein Inventar ist eh wieder proppevoll. Also, was heißt das? Hier glimmt das Feuer, warum? Kein Reifen? Noch ein Benzinkanister. Nee, brauche ich jetzt nicht. Kein Reifen? Normale Menschen. Oh, Schnaps. Und Reifen. Hallo, Schnaps. Und Reifen.
kommt die Oma bei mir durch. Was?